Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos. Zockt Sims vor und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, auf jeden Fall, ist schon mal ganz wichtig. Ja, der gestrige Tag war ja etwas entspannter gewesen, nachdem ja unser Dark Lord etwas geschlafen hatte, hatte ein bisschen was gegessen, ein bisschen Haushalt gemacht und so weiter und so fort. Hat sich jetzt sozusagen daran gesessen, Bilder zu machen. Ja, er macht Bilder. Er macht die sogenannte bildende Kunst. Ja, und da sieht man's. Er ist fröhlich dabei und hat gleich das erste Bild von den zwei Bildern fertig. Und ich muss sagen, das Bild, obwohl es jetzt einfach nur mal so ein Farbklecks ist, gefällt mir. Das sieht ja nett aus. Also, es sind auch so ein bisschen... Das ist gerade das, was, glaube ich, mir so ganz toll daran gefällt. Es sind einfach mal frühlingshafte Farben. Es sind einfach mal frühlingshafte Farben. Da. Da ist es fertig. Es sind frühlingshafte Farben. Es ist blau dabei. Wie oft haben wir denn die letzten Tage blau gesehen am Himmel? Wie oft haben wir grüne Farben gesehen? Da unten sehen wir ja auch ein bisschen was Grünes. Hä? Das ist es. Hä? Wie oft haben wir das die letzte Zeit gesehen? So, ich gehe mal noch mal ein bisschen näher ran. Es ist einfach mal ein Bild, was so ein bisschen in die Frühlingszeit reinpasst. Es ist die Sehnsucht nach diesen frischen, leichten Farben. Und das ist, was uns aktuell wirklich alle fehlt. Es fehlt uns alle einfach diese schöne Farbgebung. Und ich denke mal, aus diesem Grund heraus werde ich morgen oder spätestens übermorgen, müssen wir mal sehen, zu einem anderen Haushalt schalten. Ein Haushalt, den wir schon eine Weile lang nicht besucht hatten, weil er einfach auch in den Winter nicht hineinpasst. Aber ich denke mal, den Abschnitt sollten wir uns gönnen, um einfach mal etwas Farbfreundliches zu haben, etwas mal Bam, Bum, Bang für die Ohren, sozusagen. Also, wo man einfach mal kicken kann, was Sache ist. Gut, wie sieht's denn unser hier aus? Was macht er denn da jetzt für ein Gemälde? Das sieht schon ein bisschen wieder ein bisschen dunkler aus. Das passt also doch ein bisschen besser zu unserem Dark Lord. Es hat mich ja schon ein bisschen gewundert, dass er auch so ein frühlingshaftes gemacht hatte. Und da sehen wir ja auch ein paar dunkle Farben jetzt, wie gesagt, drauf. Es passt besser zum Dark Lord. Ja, mal sehen, das wird dann doch eher ein Naturbild. Das ist jetzt, das, da hat er Realismus jetzt gehabt, genau. Realismus, das ist ein Realismusbild. Das da ist ein abstraktes Bild. Da sieht nach einem Baum aus, würde ich mal sagen, irgendwo in der Landschaft. Ein Baum in der Landschaft. Ich denke mal, das Baum in der Landschaft Bild, das könnten wir direkterweise sogar wirklich behalten. Mal sehen, wo wir das anschalömseln können. Hier wird es langsam ein bisschen eng. Da vielleicht da oben wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht hier nochmal im Yang. Oder in der Küche. Nee, in der Küche eher nicht. Oder hier, da hinten, irgendwo in der, da in der Ecke. Oder hier bei den Ritter Kunibert hier hinten dran. Irgendwie so wäre dann halt eine Möglichkeit, wie wir das halt machen könnten. Müssen wir mal schauen. Aber der Baum sieht wirklich gut aus. Also den Baum, den will ich behalten. Also das ist, ja, den behalte ich aber sowas von dem Baum. Das heißt, wir werden den erstmal rahmen. Einmal rahmen, 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 rahmen. Leinwand rahmen. Einmal die Leinwand gerahmt. Und dann machen wir das mal hier hin. Ah, ich will das noch ein bisschen softer platzieren. Das heißt, wir müssen mal in den Baumodus rein. Schauen wir mal. Ja, ihr seht, was ich meine. Entweder ist es so oder so. Ich hätte es gerne auf diesen Kachelmodus genau so drauf. Ich guck mal nach, ob das jetzt auch unten schön drauf passt. Schauen wir uns das mal an. Ja, so ist es so und da ist das so. Dann haut das schon ganz gut hin. Da haben wir sozusagen einmal unseren Baum. Und das darf er dann natürlich auch... Was macht er jetzt gerade? Dehnen. Okay, das darf er erstmal an einen Sammler verkaufen. Und danach wollte er diese Yogamatte verwenden. Natürlich, das darfst du machen. Du darfst die Yogamatte verwenden. Das ist, glaube ich, sogar mal gar nicht mal so verkehrt. Auch ein Dark Lord macht gerne, ja, körperliche Übung. Das muss er ja machen. Also als Witcher muss er natürlich auch durchaus in Übung bleiben, weil Monsterjagd ist nicht einfach. Das ist wirklich die Hölle pur. Hm?
Ach so, da zieht er sogar die Schuhe aus. Okay. Gut zu wissen. Da ist es ganz gut, dass wir die Füße dann auch in schwarz gemacht haben. Ganz in schwarz und ohne Blumenstrauß. So ging JD aus dem Haus hinaus und jagte Monster in der Finsternis. Das ist unser Witcher, der Dark Lord. Das ist der JD. Da ist er, ja. Auch so besonders mit seinem Halsband mit den Nietenstacheln dran. Ja, das ist auch, das ist Look. Das ist vom Feinsten. Das heißt, wenn die Vampire ihn beißen wollen, die verletzen sich an den Nietenstacheln. Das ist Selbstschutz. Erster Kajüte. So einfach ist das auch bei den Werwölfen, hilft das. Ha? Bei den Succubussen, da mache ich mir eher Sorgen beim JD. Ich glaube, der könnte so einer Succubus einen heißen Antrag machen. Das ist doch wieder eine andere Geschichte dann. Ja. Aber na gut. So läuft das beim Dark Lord. Ja, schön strecken, bisschen dehnen. Ja, er ist halt noch ein bisschen jünger. Er kriegt die Übung besser hin. Also bei mir sieht das schon ganz übel aus. Alleine vom Zugucken tut's weh. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich wirklich mal Yoga ausprobiere. Das ist geil. Alleine wegen Rücken. Es soll ja einige Übungen geben, die gut für den Rücken sind. Und ich habe ja immer so ein Rückenproblem. Ne? Es ist teilweise ein bisschen aus Bewegungsmangel, teilweise ein bisschen aus Faulheit, teilweise aus fehlerhaften Bewegungen. Hab ja sogar schon mal einen Hexenschuss gehabt. Also ich weiß schon, was ich meine mit fehlerhaften Bewegungen. Ist das unangenehm? Und Hexenschuss ist wirklich nicht so lustig, wie sich das immer anhört. Also, wenn man dann Medikamente bekommt gegen die Schmerzen, dass man schon sehr seltsame bunte Farben sieht, aber die Schmerzen sind trotzdem noch da, dann kriegen auch die Ärzte schon eine gewisse Panik. Die haben nämlich schon Schiss gehabt, dass ich mir das Rückenmark verletzt hatte in dem Moment. Also, es ist schon sehr, sehr schlimm. Aber na gut. Ich habe es auch dann irgendwie überlebt. Das Schärfste war gewesen, auf Klo zu gehen. Das war die Hölle. Oh Gott, das war die Hölle. Ich bin nämlich auf Klo hingekrochen. Ich konnte ja nie laufen. Also auf alle Vieren bin ich gekrochen. Und das auch sehr langsam, weil das auch weh getan hat. Und dann war ich auf dem Boden und der Lokus ist ja ein paar Zentimeter höher. Ja, und das war die absolute Hölle gewesen. Also ich dann das Klo hochgekraxelt, wie Reinhold Messner, ohne Sauerstoffgerät. Und dann habe ich auf dem Klo gesessen. Naja, ich musste groß. Da muss man ja ein bisschen drücken. Oh, ich habe hier wimmert wie ein kleines Mädchen auf dem Klo. Das war die absolute Hölle. Gut, kommen wir aber wieder auf andere Gedanken. Schmerzen sind nicht so schön. Gucken wir uns einfach mal den Jedi, den Dark Lord zu, wie er halt eben seine Verrenkung hier macht. Ja, er ist dann halt so wie der Witcher halt, der Geralt. Der geht sozusagen der Katzenschule entgegen. Der ist dann nachher still und leise. Deshalb macht er auch diese ganzen Übungen. Ja? Und wenn er den Monstern da so ans Leder geht, dann kann er sich anschleichen, holt sein Silberschwert raus und schlägt den Kopf ab. So ganz einfach ist das. Aber damit er diese ganzen Übungen hinkriegt, muss er sehr viel üben und machen tun. Ich hoffe wirklich, dass noch als Beruf reinkommt, so als Vampirjäger oder so. Das wäre der absolute Hammer. Oder als Monsterjäger generell. Da kann man sich ja so die Köpfe der Monster noch hinstellen. Oh, das wäre so hammergeil. Genauso wie hammergeil, das ist, was ich auch schon die ganze Zeit immer sage, wirklich Jahreszeiten reinbringen, Wetter reinbringen und die Haustiere. Oh. Also, ja, die Haustiere. Und dann würde ich natürlich auch so ein Dark Lord Haustier haben wollen. Ja, irgendwie so einen kleinen Kobold oder irgendwie sowas. Oder eine kleine Mini-Elfe oder so ein Troll oder so ein Höllenhund oder irgendwie sowas, was so ein bisschen Dark Lord-mäßig bei ihnen hier taugen würde. Bei den Elfen würde ich dann zum Beispiel auch so eine kleine Mini-Elfe nehmen oder so irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder eine Raupe. Eine Raupe wäre auch ganz lustig. Bei den Quantums, ja, da wäre es was Klassisches. Da wäre es dann eine Katze oder der Basset, der Familienhund. Wir haben ja da vorne diesen Familienhund stehen. Das wäre auch so eine Geschichte. Das sind alles immer so die Wünsche, die halt irgendwie noch in Erfüllung gehen müssten, könnten, sollten, tun. Aber na gut, ich wollte schon sagen, was Blizzard nicht liefert, kriegen wir nicht. Nee, das ist ja nicht Blizzard, das ist ja Zemeckis. Ja, und ich bin ja nicht der Einzige, der sich das wünscht. Ja. Gut,
Übung macht den Meister. 2 Stunden verbesserte Poseen. Schön dekoriert, ja, haben wir auf jeden Fall, das stimmt wirklich. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim und was ist da geschlossen noch zu sehen? Spieltrieb. Spinner sind immer ein wenig verspielt. Ja, so ist der JD. Der JD ist ein kleiner Spinner, auch ein Spinner wird mal Gewinner. So sieht's dann aus halt bei den Mutant Dark Lord. Was seien denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Energie, naja, geht so langsam ein bisschen runter, den Bach herunter. Hat der junge Herr echt eine Kaffeemaschine? Warte mal, wir müssen mal kurz mal aus dem Zimmer hier raus. Müssen wir mal in der Küche nachschauen. Haben wir hier eigentlich eine Kaffeemaschine? Jo, haben wir. Kaffee. So, jetzt darfst du mal nochmal einen Kaffee trinken. Ein Kaffee. Ein Kaffee muss sein. Na, was los? Er macht noch die Übung zu Ende. Na, geht. Danke sehr. Lecker Kaffee. Oh, allein das Geräusch ist geil. Oh, Kaffee. Mmh, yeah. Oh, super. Also mit den dunklen Klamotten verschwimmt er hier fast in der Wohnung. Ist der absolute Hammer. Wenn einer von draußen ringguckt, der denkt dann, hier ist gar keiner. Das ist voll geil. So muss man sich das dann vorstellen. Das ist so sneaky peaky hier durch die Wohnung. Wow. Ja, Kaffee. Sehr schön. Ja. Was ist denn da los? Hast du Besuch bekommen? Ja, du kannst dich ja ruhig mal mit denen hier unterhalten. Über Geschicklichkeit reden. Yeah. Ja, einmal durch die Tür gequatscht. Warte mal, du kannst doch mal hier hingehen. Hm? Willst du nicht? So, hier hingehen. Da, so. So, muss doch nicht vor der Tür stehen. So, kommst du ein bisschen raus. Genau, dann kann der sich nämlich auch umdrehen. Wow! In der Stadt findet das Gewürzfestival statt. Klicke eines der dynamischen Schilder in der Stadt, um mehr zu erfahren. Gut, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich habe da so einen Animus. Festival-Info anzeigen, da haben wir's. Lokale Küche, probiere verschiedene ethnische, genau, das war das Wort. Speisen von Curry bis hin zu Burrito. Findest du sicher etwas, was deinen Geschmacksknospen zusagt? Gewürzherausforderung. Schaffst du es, bis auf den Boden einer Schüssel mit dem schärfsten Curry der Welt vorzudringen? Frische Zutaten. Ernte frisches Obst und Gemüse aus dem Garten. Manchmal kannst du sogar Dinge finden, die nicht von dieser Welt sind. Oh, einzigartige Gewürze kaufen. Kaufe besondere Gewürze am Festivalstand, mit denen du ausgezeichnete Gerichte auf dem Tisch zauberst. Gut, bevor wir das machen, machen wir erstmal ein anderes Outfit. Outfit ändern. Was könnten wir denn dazu anziehen? Was haben wir denn eine Weile nicht gehabt? Das haben wir jetzt mal öfters gehabt. Das haben wir öfters gehabt. Wir nehmen mal das Outfit hier. Der Dark Lord weiß halt, was Sache ist. So, Kaffee erstmal Ende. Kommunikation erstmal Ende. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Gut, okay. Das haben wir gemacht. Und dann gehen wir. Hat er sich jetzt schon umgezogen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Hat das nicht? Hat er. Okay. So, dann gehen wir jetzt zum Gewürzfestival. Alleine. Und euch wünsche ich erstmal einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen auf dem Gewürzfestival wieder. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.